Ich heb jetzt einfach mal den Deckel hier an und wir sehen. Oh. Fuck, ich muss zum Friseur! Ich habe gestern Abend halt noch bis 4 Uhr Videos geschnitten und jetzt ist es 10:45 und ich muss in einer Viertelstunde beim verdammten Friseur sein. Aber zuerst mal duschen, Freunde. Dafür, ich hab Wasser in meinem Auge. Falls ihr den gestrigen Vlog gesehen habt, wisst ihr, dass irgendwie dieses T-Shirt hier für mich angekommen ist. Und ich weiß nicht, ob ich das Ding behalten soll, weil ich meine, welche Größe ist das? 10XL? Was ich übrigens gerade vergessen habe. Selfie. Mein Frühstück besteht gerade aus Wasser und einer Scheibe Brot. Das ist Luxus. Hi, hier ist Luca. Ich wollte nur sagen, dass ich eine Viertelstunde später komme. Kannst du das vielleicht Ferhat eben ausrichten? Meine Haare sind mir einfach wieder viel zu lang. Wenn ich die hier runter mache, gehen die mir einfach schon fast bis zur Nase hier unten. Und wenn ich die hoch mache, sieht es einfach aus wie ein Vogelnest. Ich lasse die Kamera jetzt einfach mal genau hier stehen. Und wenn ich wieder da bin, seht ihr halt dementsprechend, was sich an meinen Haaren verändert hat. Schönen guten Tag, Freunde. Meine Haare sind nicht mehr blond. Seit 1,5 Jahren habe ich meine Haare oben so ein bisschen gefärbt, manchmal nur Strähnen gehabt, jetzt letzte Zeit komplett gefärbt. Aber jetzt sind sie komplett wieder Naturton. Ich sehe gerade, dass der Friseur hier mit irgendwas gekleckert hat. Aber egal, das Video sieht ja eh keiner. Ich treffe mich jetzt mit Max, weil wir für Max noch eben ein paar Stoffe holen müssen. Und Alter, guck mal, diese Kissen habe ich mir gestern bei Ikea gekauft. Das ist einfach so fucking geil. Ich habe übrigens im Vlog vorgestern gesagt, dass ich euch zeigen wollte, was ich mir bei Toys R Us gekauft habe. Das werde ich gleich tun. Also bleibt auf jeden Fall noch dran, weil es ist ultra geil. Ich bin auf der Straße. Schmeckt? Nee. Mir auch nicht. Was ist denn für ein Sommer, ey? Was ist das für ein Sommer? Gut. Es regnet schon wieder so ultra ekelhaft und da hinten ist die Ampel, über die wir laufen müssen. Und wir warten jetzt bitte auf was regnet und dann laufen wir. Boah, Junge. So Leute, ich bin jetzt mittlerweile allein, keine Ahnung, wo Luca ist. Ich bin auf der Suche. Was ist das für ein scheiß Sommer? Sag es. Scheiß Sommer. Was guckst du so dumm? Alter Max, man kann hier Gold für 14 Euro kaufen, Digga. Das ganze Buch. Das Gold. Das ist alles Gold. Hier vorne wird übrigens gerade ein paar Szenen für meinen Vlog gedreht. Ihr seht schon, Freunde, das ganze Team ist schon am Start. Schrecklich, wenn es regnet und man nichts dabei hat. Ich brauche keinen Schirm. Was hast du da auf dem Kopf? Ein Buch. Ah ja, okay. Hear it, everybody! Is everybody ready for the best party of tonight? So show your hand! Luca trägt, was er ist. Jetzt mal ein bisschen Dinger. Liebe, Freiheit, Disco. Junge, nicht schon wieder. Ey, ich hab das andere Kaugummi noch immer nicht gefunden, ne? Unter dem Sitz kommst du nicht dran mit den Händen. Nein. Doch, kein Scheiß. Wir fahren übrigens zu dem Laden, bei dem wir auch schon im letzten Vlog waren. Aber als wir da waren, hat er zu und deshalb sind wir heute nochmal da. Ja. Luca, was machst du da? Kaugummi suchen? Vielleicht das auch. Ich hab's. Fühl mal, wie hart das ist. Bist du eklig, Alter? Sehr gut, weiter so. Alter! Hier ist ein Parkticket aus Holland von vor 1,5 Jahren. Nein! Das war das, wo wir mit Jana waren. Da haben wir es doch verloren. So, zweiter Versuch. Vielleicht haben sie ja heute offen. Zweiter Versuch, Freunde. Vielleicht haben sie ja heute offen. Hi. Guck mal, Leute, dieser Koffer sieht genauso aus wie der sprechende Koffer von Kika früher. Ich bin's. Der tolle Koffer aus dem Fernsehen. Bitte helfen Sie mir. Ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Ich bin in Gefahr. Hey, Lutz. Wieso gehen wir schon wieder? Ich wollte mir eigentlich Sessel kaufen, Ledersessel, und habe halt so gedacht, okay, unter 300 bin ich mit dabei. Frage ich den Typen, wie teuer der ist. 2000 Euro. Ach so. Also wir fahren jetzt wieder. Wir sind jetzt zu einem nächsten Möbelladen gefahren und die haben eine ultra geile Lagerhalle. Ja, geil.
Wir sind jetzt wieder bei mir angekommen, recorden jetzt ein Video für den Max. Da ist der Max. Ich bin Max. Schönen Tag. Insgesamt jedem. Nachdem wir jetzt das Video aufgenommen haben, essen wir noch kurz was und danach sage ich euch, was es mit dem Titel auf sich hat. Videos aufgenommen, Freunde. Falls ihr euch fragt, wo Max ist, der hat mich gefragt, ob er was von meinem Essen abhaben darf und dann habe ich gesagt, verpiss dich. Das ist mein Essen. Kommen wir nun zu der Sache, wo ich euch vor zwei Tagen im Vlog in Toys R Us schon gesagt habe, dass ich euch das heute zeigen werde. Deswegen habe ich diesen Titel gewählt, meine Damen und Herren. Ihr hört schon, jetzt kommen wir eingeblendet und es sind die Hatchimals. Das sind so ausschlüpfende Kükeneier. Ihr seht es im Titel eingeblendet, mein neues Haustier. Und zwar ist das hier quasi so ein Ei in so einer Verpackung und man muss quasi ich weiß gar nicht genau, wie das funktioniert. Versteckt in ihren glitzernden Eiern warten die Hatchimals darauf, von dir entdeckt zu werden. Hilf ihnen beim Schlüpfen und lass dich verzaubern von ihrer funkelnden Magie. Ich heb jetzt einfach mal den Deckel hier an und wir sehen... Oh. Fuck. Ich weiß nicht, ob man das Ding wirklich so aufreißen soll, aber wenn ich das Ganze hier... Was ist das? Kann das mal da rauskommen? 3 Wochen später. Wie soll das denn jemals ein Kind aufbekommen? Ich muss hier noch so eine zweite Schraube eben mal rausdrehen, sodass das zweite Ding hier jetzt raus... Was ist das für eine Verpackung? WTF? Was passiert hier mit, Mann? What the fuck, Mann? Ich habe dieses Ei halt im Toys R Us gesehen. Und das ist jetzt gerade kein Placement oder so, aber ich dachte, okay, dann habe ich mein eigenes kleines Haustier und hiermit. Ich dachte, das Ding schlüpft jetzt. Was macht der für Geräusche? Übrigens soll das Ding später mal irgendwann so aussehen oder so. Also wir brauchen einen Namen, Freunde. Schreibt mal Namen unten in die Kommentare, wie ich das Teil nennen soll, wenn es endlich mal geschlüpft ist, Mann. Hier steht, man soll das Ei so ein bisschen kippen. Dann kann man mit dem Ding spielen. Und wenn man gegenklopft, dann klopft das Teil angeblich auch zurück. Mal gucken, ob mein Dummkopfei das auch kann. Was machst du die ganze Zeit? Ach, Freunde, now we're talking. Jede Farbe, die dieses Ei uns gerade darstellt, wie jetzt beispielsweise dieses Blau oder vorhin war ja die ganze Zeit grün, wo das Ding irgendwie so gerochen hat, steht für eine bestimmte Sache, dass das Ei gerade haben möchte. Wenn das Ei zum Beispiel gerade so hellblau leuchtet, steht hier, das Ei soll gerieben werden. Das gefällt ihm. Jetzt ist das Ei halt so ein bisschen rot und bei rot steht hier Unterseite des Eis reiben. Ja, halt die Fresse jetzt. Ich würde allerdings sagen, Freunde, dass wir dieses Ei jetzt einfach mal mitnehmen, weil ich will ja nicht alles... Oh mein Gott, das sieht ein bisschen creepy aus gerade mit den Augen. Ich will ja nicht alles von dem Ei in diesem heutigen Vlog machen, sondern es soll ja so ein Running-Ding werden, dass wir das so in so ein paar Vlogs dann, dass das Teil dann ausschlüpft, dann ist das mein neues Haustier. Deswegen würde ich sagen, Eichen, ich deck dich jetzt so ein bisschen ein hier. Du pennst jetzt auf jeden Fall eine kleine Runde und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Vlog wieder. Oh mein Gott, jetzt macht das orangene... Jetzt hat es gar keine Augen mehr. Ich glaube, es schläft. Ah, es hat wieder orangene Augen. Ich finde das eigentlich ganz nice und zwar habe ich jetzt... Ich glaube, ich sollte mir die Tür zu machen, während das Ei nebenan schläft. Ich finde das eigentlich ganz nice, dass wir jetzt so in jedem Vlog bzw. an jedem Tag einfach mal schauen, wie es diesem Ei geht. Irgendwann wird es dann schlüpfen und dann habe ich endlich mal einen Freund. Ich bin so ein Opfer. Heute wird allerdings auch ehrlich gesagt gar nichts mehr passieren. Also ich war ja schon mit Max relativ viel unterwegs und jetzt arbeite ich eigentlich nur noch an meiner mündlichen Bachelorarbeitspräsentation. Also ich würde sagen, wir sehen uns jetzt so in 2000 Jahren wieder. 2000 Jahre später. 2000 Jahre später, es ist gerade 2:30 nachts und Alter vor. Guten Morgen, mein Ei. Das hat sich irgendwie falsch angehört. Ein wunderschöner Morgen ist angebrochen. Das Ei redet schon wieder. Hey, alles klar bei dir? Oh, er klopft zurück. Während ich das Ei hier vorne noch so ein bisschen liegen lasse, weil er halt immer so ein bisschen so ein Langschläfer-Typ halt ist, gehe ich hier erstmal schön auf Toilette. Ich bin der beste Vlogger aller Zeiten. Heute passiert eigentlich echt nicht viel, wie eigentlich immer in meinem Vlog. Was ich aber auf jeden Fall heute erstmal machen wollte, war... Digga, als wenn du da drin immer noch pennst, du scheiß Ei. Ich weiß halt nicht, wie lange es dauert, bis dieses Ei jetzt irgendwann mal schlüpft. Das heißt, ich würde sagen, wir streicheln das jetzt mal wieder so ein bisschen. Also er ist orange, das heißt, er will Unterseite des Eis gestreichelt haben.
Was war das jetzt für eine Farbe? Was haltet ihr davon, wenn wir uns immer erst, wenn es dunkel ist, um das Ei kümmern? Weil dann könnt ihr, glaube ich, die Farben besser sehen und ich kann die Farben auch besser sehen. Das heißt, jetzt lebe ich erstmal meinen Tag heute. Ich lebe meinen Tag so krass, Alter. Cookie Crisp. Leben so krass. Ich glaube, ich probiere jetzt mal so wie ein Hund zu essen. Das geht sogar echt klar. Ich wollte übrigens auch eine neue Kategorie hier in die Vlogs einführen und zwar Luca kommentiert Kommentare. Dabei geht es darum, dass ich mir ein paar Kommentare unter dem letzten Vlog anschaue und die kommentiere. Lukas Vlogs in Prozent. 50% auf dem Klo, 50% labert Scheiße. Ist leider die Wahrheit. Der erste YouTuber, der sich beim Duschen filmt. Ist leider auch die Wahrheit. Die Fliege war eh schon tot. Falls ihr den Vlog von vor zwei Tagen noch nicht gesehen habt, ich habe dort eine Fliege gerettet, weil die bei mir irgendwie auf dem Rücken vor dem Fenster lag. Und nein, sie war nicht schon tot. Sie ist wirklich weggeflogen. Ich habe dich im Ikea gesehen, aber ich habe mich nicht getraut, dich anzusprechen. Max und ich haben dich auch im Ikea gesehen und wir hatten auch Angst, dich anzusprechen. Deine neue Einteilung ist doof. Kannst du bitte nicht Vlogs machen? Ich liebe deine Videos, aber Vlogs sind langweilig. Tut mir leid, Luca. Du liebst meine Videos, aber Vlogs sind langweilig. Ich meine, meine Vlogs sind doch auch meine Videos. Ich habe mich darauf jetzt so festgelegt, weil das für mich einfach chilliger ist. Ich filme einfach zwei Tage lang alles, was irgendwie interessant ist. Dann lade ich es hoch, dann mache ich alle zwei Tage quasi ein Video. Das ist für mich einfach derzeit am entspanntesten. Und das heißt ja nicht, dass ich andere Sachen da nicht einbringe. Zum Beispiel die Tage wollte ich ein neues Luca reagiert machen. Das kommt dann einfach in den Vlog mit rein beispielsweise. Aber das war es jetzt auch schon von der heutigen Episode von Luca kommentiert Kommentare. Als ich mich im letzten Vlog so ein bisschen über den deutschen Sommer beschwert habe, meinten einige, hey, die nächsten Tage soll doch voll gutes Wetter werden. Da steht nur Regen für Köln. Hört ihr das, Freunde? Das ist der Sound des deutschen Sommers. Regen, Regen, Regen. Ich will einfach nur Sonne. Ich habe mir hier gerade was zu essen bestellt und als das Mädel dann ankam und mir das Essen so übergeben hat, meinte die so, hä? Bist du umgezogen? Und ich dann halt so, ja, vor einem halben Jahr. Und dann meinte sie halt so, ja, ich habe dir schon mal was zu essen gebracht vor 8 Monaten. Da warst du, glaube ich, noch in deiner alten Wohnung. Und ich dachte in dem Moment wirklich einfach nur so, was hat die für ein krankes Gedächtnis? Ich kann mir nicht mal merken, was ich heute Morgen gefrühstückt habe. Essen ist aber gut. Und Essen ist auch wichtig. Und Essen ist auch eine schöne Stadt. Ich gehe jetzt ins Gym mit Max und Settel. Wisst ihr, die Wahrheit ist einfach, ich bin immer als Erster am Gym. Immer muss ich auf Max warten. Das fuckt mich mittlerweile schon richtig ab. Jedes Mal warte ich auf den, der kommt immer zu spät. Huhn. Ja. Hey Max. Die Frage ist halt, ob ich mir gleich Nudeln zum Abendessen mache oder ob ich mir Reis mache. Tschüss Max. Ne? Das hier habe ich einfach alles gerade noch gewaschen und nein, das ist nicht Justin Bieber. Da es jetzt allerdings auch schon relativ spät ist und ich jetzt eh nur noch duschen und schlafen gehe, würde ich den Vlog auch an dieser Stelle jetzt hier beenden. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne mal ein Like, da würde ich mich sehr drüber freuen. Wenn ihr noch kein Abonnent seid, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Findet ihr einfach unter dem Video einen Abonnieren-Knopf und wenn ihr schon Abonnent seid, dann könnt ihr auf diese Glocke hier klicken. Denn dann bekommt ihr Benachrichtigungen. Sonst würde ich sagen, sehen wir uns jetzt übermorgen in einem neuen Vlog wieder. Wenn ihr da in die Luca kommentiert Kommentare-Sektion rein wollt, dann schreibt einfach irgendeinen Kommentar unter diesem Video. Und sonst, ja, haut rein. Tschüss.